Ja, der Marder. Als du dann gefragt hattest, ob ich zum Waschbären beten kann oder auch zum nah verwandten Marder, konnte ich das nicht. Beziehungsweise habe es schon unbewusst gemacht, hätte aber nur verwirrte und verlorene Ego-Worte dazu sagen können. Jetzt gerade manifestiert sich zumindest ein Gespräch zwischen dem Marder und mir, sodass ich das einfach weitergeben kann, um etwas zu verstehen über das Verhältnis zwischen Mensch und Marder, ohne eine wertende Aussage zu machen über den Wesenskern des Marders. Denn hier verlasse ich den Keller nach einem langen Tag, sehr friedlich und erfüllt von Arbeit, von Training, von einer kalten Dusche, von zwei, drei Einläufen, von gut entgiftenden und gleichzeitig nährenden Substanzen. Und ich fühle mich gleichzeitig herausgefordert, mich nicht selbstverliebt im Spiegel anzugucken, denn ich spüre nicht nur, sondern ich sehe auch, dass meine Aura sehr leuchtet. Und ich weiß auch, dass das vorübergeht und dass das auch nur eine Fassade, eine Illusion, eine Reflexion ist. In jedem Fall ist auch die Natur allerdings gerade so. Hier ist alles so. Die Blumen sind überall, wo ich hingucke. Wunderschön. Und die ganze Luft ist aufgeladen von Ionen in dem Regen. Und alles glüht vor Leben, alles sprießt hervor und spritzt ab. Die ganze Natur, der Himmel. Die Luft ist feucht und die Pflanzen sind lebendig. So verlasse ich also den Keller und die Vögel zwitschern und alles ist sehr still, eine sehr heilige, mystische Stille in dem Regen und dem Vogelgesang und laufe verliebt, versunken in der Schönheit von dieser Existenz von dem Keller des Elternhauses in das Nachbarhaus, wo ich nun aus dem Fenster gucke. Und da bemerke ich auf einmal aus den Augenwinkeln, weit vorne, 20, 30 Meter entfernt aus den Augenwinkeln, etwas. Und für die Augen sieht es aus wie ein braunes Blatt. Aber ich spüre es, deshalb gucke ich dahin. Bleibe stehen. Überlege, ob das ein Blatt ist, das zufällig aussieht wie ein verdrehtes Gesicht. Laufe ein, zwei Schritte zurück, schaue nochmal dahin, bewege meinen Kopf und bin fast verwundert, als es sich bewegt, da es sich so perfekt stillgestellt hatte, als es mich bemerkte. So still, dass ich wirklich dachte, es wäre ein lebloses Blatt. Wie im Herbst, klar, mitten im Frühling. Dieser Marder war, oder dieser Waschbär, war äußerst drahtig. Ich bemerkte wirklich, dass da eine tief liegende, zügige Kraft ist, dessen Gebiss ich nicht unbedingt an meinem Fußgelenk spüren möchte. Eine Gerissenheit, eine Flinkheit, ein Frechdachs eben. Allerdings gleichzeitig auch sehr dünn, sehr mager. Klar, bei so viel verrückten Menschen hier. Er zieht sich blitzschnell zurück in den Busch und ist weg. Ich rede bestimmt und laut genug, aber nicht zu laut in seine Richtung, in tiefer Stimme, und ermahne ihn. Frage ihn, was er da macht, und sage ihm, dass er ein Frechdachs ist.
Ich gehe auf die andere Seite des Busches, weiterhin 20, 30 Meter entfernt, schaue und bemerke aber, dass er schlau genug ist, nicht einfach wegzurennen auf der anderen Seite des Busches, da er genetisch von vielen Generationen gelernt hat, sich lieber im Versteck zu belassen, wo ich sowieso nicht reinkommen würde. Dafür müsste ich den ganzen Busch fällen. Und ja, nun treibt er vielleicht sein Wesen weiter, vielleicht hat er da kurz hingeschissen, vielleicht hat er Angst gekriegt, vielleicht hat er sich auch ins Fäustchen gelacht, vielleicht beides. Und in jedem Fall weiß er, dass er ein Patron ist und er weiß, dass hier Menschen sind, die ihn ganz genau kennen und sogar jetzt spüren. Jetzt denkt er an mich und weiß, dass ich an ihn denke und umgekehrt. So kommunizieren wir mit diesen Geistern. Und dieser Marder ist berechtigt, das in seiner Existenz. Danke, dass er existiert. Danke, dass du existierst. Genauso ich. Genauso die Hühner. Und du solltest weder noch Autokabel knabbern für deine Gesundheit, weder noch für mein Auto. Du bist groß genug, Mardergeist, Waschbären. Ihr seid weit entwickelt genug, um eure Ressourcen, euer Nest, euer Reich draußen in der wilden Natur zu kultivieren. Mit ihr in Einklang zu kommen, so wie wir das hier üben und auf dem Weg sind. Vergnüge dich gerne bei uns, hüpfe in den Blumen, verstecke dich in den Büschen, doch mit Respekt. Tue unserem Nest nur das, was du dir wünschst, so wir deinem Nest tun.